Irgendwo. Dankeschön. Wunderbar, danke. So, jetzt muss ich da auch hingucken. Genau, das Recht auf Remix, das ist der Aufkleber, den ihr überall finden könnt. Wer keinen bekommt, sagt bitte Bescheid. So, und wir haben jetzt noch ein kleines Thema, und zwar Datenschutz. Da brennt es auch gerade sehr auf europäischer Ebene. Und wir wollten euch einfach noch mal kurz sagen, wo ihr da mitmachen könnt. Wenn ihr euch noch nicht informiert habt, wo ihr euch informieren könnt und wo dann noch Hilfe gebraucht wird. Und zwar ist es zum einen eine europäische Kampagne, die heißt nakedcitizens.eu. Da haben wir gemeinsam mit vielen anderen europäischen Organisationen eine Kampagne gestartet, wo man eben selber zum Beispiel eine Postkarte schicken kann an EU-Abgeordnete, um ihnen zu sagen, meine Privatsphäre ist mir wichtig. Das heißt, diese wunderschönen Motive findet ihr dort, und dort findet ihr auch englische Informationen zum Thema Datenschutz und zum Thema Reform des Datenschutzes aktuell auf EU-Ebene, um es zum Beispiel mit Leuten zu teilen, die kein Deutsch verstehen. Wir haben aber auch das ist jetzt hier nicht dabei, aber ihr findet auch auf der digitalegesellschaft.de ganz viele Informationen natürlich auf Deutsch, die ihr dann euch anschauen könnt, wo ihr in 5 Minuten euch informieren könnt über die Datenschutzreform oder eben in 200, je nachdem, wie viel Zeit ihr gerade habt. Und da ist auch gerade heute gestartet eine Aktion gemeinsam mit Compact, wo ihr eben unterschreiben könnt, um nochmal die EU-Abgeordneten darauf aufmerksam zu machen, dass euch das nicht egal ist. Genau, da könnt ihr auch einfach nochmal auf unsere Webseite gehen. Und außerdem haben wir ein Thema, das wir gerne mit euch ansprechen wollten, das wir auch schon letzte Woche im Newsletter bekannt gegeben haben. Digitale Gesellschaft ist ja vor 2 Jahren auf der Republika gestartet und hat gesagt, wir wollen nicht nur ehrenamtlich hier aktiv sein und Aktionen machen und Kampagnen machen und mit Lobbyisten sozusagen auf Augenhöhe mit Abgeordneten und mit Ministerien sprechen, sondern wir wollen auch versuchen, Geld einzusammeln durch Spenden, aber eben auch durch irgendwelche Organisationen, die wir als vertrauenswürdig einstufen, und durch Anträge und durch Projektmittel, wie zum Beispiel jetzt beim Recht auf Remix. Da versuchen wir auch, Anträge zu schreiben, eher in die künstlerische Richtung. Und da haben wir jetzt den ersten Erfolg errungen, und zwar bekommen wir eine 50% Finanzierung von der Open Society Foundations. Das heißt, wir bekommen, ich glaube, 75.000 Euro, die wir, Dollar, Entschuldigung, Dollar, die wir durch Spenden sozusagen matchen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt 75.000 Dollar einnehmen an Spenden, dann bekommen wir dieses Geld und müssen es dann zum Beispiel auch nicht zurückzahlen auf die nächsten 2 oder 3 Jahre, sowas in der Art. Genau, das hat uns ermöglicht, dass wir 3 neue Stellen schaffen können. Zum einen ist das Linnea, die schon in den letzten Monaten hier ganz oft auch den netzpolitischen Abend moderiert hat, die wir schon durch Spendengelder zu 50% eingestellt hatten. Deren Stelle konnten wir jetzt verlängern und konnten sie auch ausbauen. Und außerdem haben wir Andi, melde dich mal, ein ganz großartiger ehemaliger Praktikant von netzpolitik.org, jetzt auch als Community Manager bei Digitale Gesellschaft auch zu 50% einstellen können. Was ganz großartig ist, weil jetzt Leute da sind, die, wenn wir als Aktive mal ein Problem haben oder irgendwas, eine Idee haben, die wir jetzt aber nicht gleich umsetzen können, dass wir den Leuten sagen können, hey, hast du gerade Zeit, um das zu machen? Das freut uns ganz besonders. Und wir suchen auch gerade noch Büroräume, beziehungsweise haben verschiedene Büroraummöglichkeiten gefunden, die wir jetzt damit versuchen zu finanzieren. Und zwar in dem Fall dann nicht durch die Open Societies Foundations, sondern durch Spendengelder und vor allen Dingen, was uns besonders wichtig ist, durch die Fördermitglieder. Also jedes Fördermitglied, das uns monatlich Geld spendet, hilft uns einfach extrem dabei, sowas wie Miete zu bezahlen, weil da hoffen wir darauf, dass es auch jeden Monat dann vielleicht 5 Euro gibt von jemandem, damit wir auch ein bisschen Planungssicherheit haben. Und
Ja, und danke natürlich allen, die jetzt schon Fördermitglieder sind. Das ist echt großartig. Und ja, wer noch Fördermitglied werden möchte, kann natürlich auch bei uns die Informationen bekommen. Genau, das ist, glaube ich, auch schon alles gewesen. Da ist nochmal der Link. Könnt ihr jetzt schnell abschreiben oder euch merken? Weil ihr wollt es natürlich alle sofort werden. Ja, danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns diese wunderbaren Vorträge anzuschauen. Und jetzt sind wir natürlich alle noch hier und freuen uns darauf, mit euch zu quatschen. Ich verabschiede die Leute am Stream und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, danke schön, dass ihr hier wart. Applaus